Jürgen Klopp hat das deutsche Trainerduell in der Premier League gewonnen und liegt mit dem FC Liverpool weiter auf Champions League Kurs. Die Reds setzten sich am 25-Punkt-Spieltag beim Aufsteiger FC Huddersfield um Thiamanaga David Wagner mit 2:0 durch. Klopp entschied damit auch den zweiten Vergleich mit seinem langjährigen Freund in Englands erster Fußballliga für sich. Das Hinspiel im Oktober hatte Liverpool ebenfalls mit 2:0 gewonnen. Der starke Emre Can hatte großen Anteil am Erfolg. Der Nationalspieler traf zur Führung, 26 Punkt, und holte zudem den Vollelfmeter heraus, den Mohamed Salah, 78. Zum Endstand verwandelte Punkt. Zwischenzeitlich traf zudem der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino, 45. +1 Punkt. Der Ex-Mainzer Loris Karius stand bei Liverpools 14-Punkt-Saisonsieg im Tor. Klopps Team festigte mit nun 50 Punkten Rang 4 hinter Manchester City, 65, Manchester United, 53, und Meister FC Chelsea, 50. Huddersfield, 24. Liegt nach der vierten Niederlage in Serie auf dem 14-Punkt-Platz, nur ein Punkt trennt Wagners Mannschaft von den Abstiegsrängen. Pokalsieger FC Arsenal leistete sich dagegen mit den Weltmeistern Shkodran Mustafi und Mesut Özil in der Startelf eine peinliche 1:3, 1:1 Niederlage bei Abstiegskandidat Swansea City. Özil hatte die Führung durch Nachomon Real, 33 Punkt, vorbereitet, danach drehten jedoch Samuel Klukas, 34. / 86. Und Jordan Ayew, 61 Punkt. Das Spiel. Der Ex-Dortmunder Henrich Mkhitaryan wurde in der 60. Minute eingewechselt und gab damit rund eine Woche nach dem Wechsel von Man United zu Arsenal sein Debüt.